Hallo zusammen, ich habe wieder mal eine Kühlbox zurückbekommen. Die Kühlbox hat hier einen Schaden. An dieser Kühlbox ist hier dieser Fuß defekt. Wahrscheinlich war er vielleicht ein bisschen defekt oder ich weiß nicht was. Und die Box hat Folienkratzer und dann sage ich ja, aber die Box ist ja foliert. Die hat eine Folie drauf, eine Schutzfolie. Ah nein, er will sie nicht mehr. Er will eine neue. Also die Schutzfolie sollte man abziehen. Und ich schicke ihm so einen neuen Fuß dazu. Wir haben ja die als Ersatzteile hier. Es kann ja auch sein, dass diese Füße unten durchgescheuert werden. Dieser Fuß hier hat 3 Kreuzschlitzschrauben. Philips Größe 2. Die 3 Kreuzschlitzschrauben lösen. Und dann kann man sich einen neuen Fuß aufschrauben. Und jetzt ist der Fuß wieder hier. Diese Box geht bei uns jetzt in Lagershop. Da haben wir mehrere Kühlgeräte ausgestellt. Ihr könnt vorbeikommen. Vielleicht gibt es so ein Schnäppchen hier mit dem ersetzten Fuß. Sonst ist die Box in Ordnung. Wir haben sie kontrolliert. Ich schaue mit euch jetzt kurz im Lagershop, was da schon parat steht an gebrauchten Geräten. Es ist noch ein bisschen dunkel, aber hier stehen ein paar Schränke von uns oder auch von Mitbewerber, weil wir kriegen teilweise Geräte zurück, die wir dann im Winter durch reparieren oder das 2-mach-1. Und so haben wir die Gelegenheit, hier irgendwie ein Gerät zu ergattern. Kommt vorbei und den Ladenshop und schaut euch das an. Hier hängt das Logo vom neuen Job. Der ist nur physisch erreichbar, weil so ein Gerauchgerät könnt ihr nicht online kaufen. So ein Gerät müsst ihr sehen, auch ein Gebrauchgerät oder eins mit einer Beule oder ein Transportschaden, das müsst ihr sehen, anfassen. Auch sonst, online bestellen ist ja tolle Sache, aber hier im Shop gibt es nur physisch, Cash gegen Ware, dann könnt ihr noch ein Schnäppchen machen. Ich verlinke euch hier den Beschrieb dieser Kühlbox und ich wünsche euch natürlich einen schönen Tag.